wie ich auf die Arena gekommen bin, das war in einer Sendung des Österreichischen Rundfunks, des ORF damals, ohne Maulkorb hat das geheißen. Auf jeden Fall haben da ein paar Leute sehr, also engagiert Interviews gemacht mit den sogenannten Besetzern. Eigentlich bin ich deswegen hingekommen, weil immer irgendwo von Wissenschaft und Kultur geredet wurde. Und dann bin ich hingekommen und habe mich hingesetzt und habe auch zugeschaut, wie das alles abläuft. Ja. Die haben ein richtiges Programm gehabt und richtige Plakate. Heidegger, ja, ein Sohn vom Heidegger hat einen Vortrag gehalten, ja. Und der war interessant. Und nachher war eine Musikgruppe, das sind Amateure gewesen. Die haben auch, also, amateurmäßig Musik gemacht, dort unten, ja. In einem der Sauställe, das gegeben hat, bin ich dann zu ein paar Älteren gekommen, die ein bisschen Ahnung gehabt haben von dem Ganzen. Die haben erzählt, es gibt eine große Diskussion, das war am Montag in der Nacht dann, also am Abend. Die hat mich sehr mitgerissen und da habe ich erst erfahren, was war mit der Arena und Besetzung und so, ja. Ich habe dann schrittweise aber wieder erfahren, um was es geht bei der ganzen Sache. Und das vorher, bevor ich schon dort war, ja, Polizei dort gehabt und die haben sich eingehängt und haben gegen die Polizei mehr oder weniger Mut gemacht. Ja. Prominente haben sich da eingesetzt dafür, dass das gibt, die Arena, oder das, was die Idee war von der Arena. Ja. Dann habe ich auch gehört, dass der Ambros und der Tanzer und ich glaube noch wer irgendwie, ja, die waren schon dort einmal und haben kostenlos gesungen dort. Ja. Die haben gesagt, und da ist ein Fetzen dort gehangen. Solidarität ist, wenn wir hier bleiben oder so irgendwie. Also zu der Diskussion gekommen und die hat mir also irrsinnig gefallen. Also da gibt's Bilder und da sind viele Bilder geschossen worden. Also Fotografien. Da siehst du einen zum Beispiel, wie er neben einem anderen, den Schragi, den Dieter Schragi, der war damals auch irgendwie, aber als älterer Herr, der ausgeschaut hat wie ein Mönch vom Berg Athos mit dem Bord und so. Die erste aktive Sache, die ich mitgemacht habe, was mich gewonnen haben, mehr oder weniger, das war das, dass man das Arena Theater in der Kärntnerstraße gemacht haben. Das sieht man aus dem Film dann ganz genau, ja. Da habe ich erst bemerkt, wie aktiv als die schon sind eigentlich, ja. Also das ist schon fast profimäßig gewesen, so wie die gearbeitet haben. Da sind vier Punkte aufgestellt worden, Spendenbasis und auf Dings. Also keinen Eintritt und keine, vor allem einmal, Subventionen. Ja? Also das war das eine der wichtigsten Sachen. Der Auslandsschlachthof wurde niedergerissen nach der Arena-Besetzung. Ja? Und das, was dann von den Politikern alternierend angeboten wurde, das war der Inlandsschlachthof. Das ist ein kleineres Areal und es ist anders irgendwie. Es ist auch so, der Inlandsschlachthof, der lebt jetzt schon 40 Jahre und der hat sich entwickelt. Der hat Kinovorführungen, glaube ich, da, das hat es alles nicht gegeben damals. Das war nur ein Haus mit einer Mauer. Da war sonst gar nichts herinnen. Aber es ist was an Kreativität geblieben. Es ist irgendwie, es strahlt noch immer aus von damals. Und was dort geboten wird, ist auch interessant. Es wird so viel verschiedene kreative Ansätze sind da. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll zuerst einmal. Eine große Vorführbühne für Rockkonzerte oder solche ähnlichen, ich weiß auch nicht. Veranstaltungsräume sind da. Das war früher nicht so intensiv.
Aber eins hat man auch, der alte Schlachthof und der neue der Inlandschlachthof waren in einem verkehrsarmen Zone, muss man sagen. Da haben nur ein paar Autos sind vor dem Schlachthof gestanden und heute gingen Autobahnen da vorbei. Wie sich das entwickelt hat, das Gebiet hier in Industrie, das hat man ja damals gar nicht wollen in dem Sinn. Man wollte in Ruhe abseits von einem Schlachthof, der aufgelassen wurde, weil nichts mehr da war, außer ein paar Schienen und so und ein paar Dächer und ein paar Häuser. Nestroy gespielt wurde in der Arena, im Schlachthof weitergegangen ist es dann mit sogenannter Besetzung. Nach dem Nestroy wollten die Leute nicht mehr fortgehen von dem Ort. Das war so. Ich bin ja erst später dazugekommen. Ich habe ein Plakat gesehen und gleichzeitig einen Film gesehen vom Schlachthof und da ist einer gestanden mit dem Mikrofon, ich glaube ohne Maulkorb war das. Die Sendung im ORF ohne Maulkorb. Da hat einer animiert dazu, dass man hierher gehen soll. Und ich bin hierher gegangen und ich habe alles angeschaut. Es ist hat eine ganz tolle Ruhe ausgestrahlt, das Ganze. Das ist hier auch der Fall, aber die Autos, die da vorüber brausen, das ist nicht so. Ich bin schon gespannt auf die Veranstaltung, die es da gibt herinnen. Hoffentlich sehe ich was mir gefällt. Es ist eine ungezügelte Kreativität, die ich hier erlebe. Das ist schon toll. Überall wird alles bemalt, wie einer will. Es ist der Gestaltungsdrang daher ausgedrückt. Die jungen Leute wollten einen Platz haben, wo sie Kultur anders genießen, als das ursprünglich der Fall war. Also, und vor allem einmal, es sollte keine Subventionen geben, eine freie Spende sein. Ich habe hier das Programm von der Arena. Mich würde interessieren, ob die Subventionen kriegen oder ob das, wie es bei der alten Arena war, dass wir keine Subventionen, wir wollten keine Subventionen. Alles sollte aufgebaut sein auf selbstbestimmt. Ja. Das war das Motto der Arena, dass sie gesagt haben, man soll, es ist ganz interessant, dass ein Sommerkino gibt es hier. Der Sinn der Arena wäre gewesen, eine ungehemmte Kreativität. Also einfach überall alles anmalen können und Krawall machen können. Aber es ist sehr international, habe ich das Gefühl. Also es kommen von allen Herren Länderleute her, die so ein bisschen auf Rocker sind. Ja, also. Ich sehe mich um in den Inlandschlachthof. Es ist schon toll, wie die Leute ihre Kreativität ausleben und wie sie ungezügelt ausleben ihre Kreativität. Ich bin schon gespannt. Es ist heute am Abend in der Veranstaltung. Vielleicht schauen wir hin. Das ist ausgelebte Kreativität, wenn die am Schlagzeug um 5 Uhr Nachmittag werken. Das ist schon toll. Ja, die Malerei es gibt es auch schon jetzt in Industriefriedhöfen. Aber da ist schon toll. Und dann habe ich mich befreundet mit ein paar Leuten und habe gesagt, also ich mache einen Film mit der ganzen Sache. In der Fußgängerzone in der Kärntner Straße habe ich gefilmt, was ich heute halt an Filmmaterial gehabt habe. Das habe ich alles verschossen da. Meine Amateur-Filmtätigkeit, also das habe ich dann irrsinnig gern verwendet, dass man das aufnimmt, was sie am Theater gespielt haben. Meine Selbstporträts sind eigentlich nichts anderes als ein filmisches Tagebuch, aber ohne, dass ich das weitergetrieben habe, das Ganze, sondern nur einfach so, dass ich einmal sehe, wie es auch im Film schon hergezeigt wird, dass man sieht, wie man von
von 20 auf 60 oder 63, wie man da drüber kommt über die Zeit. Und das ist schon ganz anders ist irgendwie. Ja. Ich bin schon gespannt auf das, was der Film diesmal zutage bringt. Du hast ja Experimente gemacht mit dem Film. So. Naja, das ist nicht so arg. Ich habe versucht, über meine Bekannten und Verwandten alle zu filmen und vor ihrem nicht Ableben vor dem Tod, aber ich bin jetzt erst draufgekommen, dass ich als Jugendlicher fast nicht an den Tod geglaubt habe irgendwie. Also ich merke jetzt erst, wie in meinem Sein merke, wie schnell einer sterben kann und dass das mit 60 Jahren gar nicht mehr so abwegig ist, ja. Also, dass das so schnell geht. Leute, die so schnell, die genauso alt sind wie ich, von einem Tag auf den anderen, wie von einem reißenden Wolf momentan weggerissen werden, ja, aus dem Leben. Und dass die gar nicht, ich habe immer Angst auch vor dem Tod insofern, dass man leiden muss, bevor man stirbt, ja. Das ist ja sehr eine schreckliche Sache, wenn man leiden muss, bevor man stirbt. Und ich habe jetzt ein paar Leute gesehen, wo das sehr schnell gegangen ist, dass die sehr schnell sterben.